passiert, wenn man mit Ende 40 dem Mann begegnet, der mit Anfang 20 die ganz große Liebe war? Tja, das ist die Frage, die über diesem Roman steht von Dora Held. Wind aus West mit starken Böen. Das Besondere an diesem Buch ist der unverwechselbare und warmherzige Humor der Bestseller-Autorin und der liebevolle Blick auf ihre Figuren. Der Roman spielt auf der schönen Nordseeinsel Sylt und Dora Held kennt sich da wirklich bestens aus, denn sie ist auf der Insel geboren. Und deshalb gelingt es ihr auch, auf wunderbare Weise die Inselatmosphäre einzufangen. Und zwar so, dass man am liebsten selber gleich aufbrechen möchte, um nach Sylt zu reisen und dort Zeit zu verbringen. Den Sand zu spüren, den Wind in den Haaren zu haben und das Salz des Meeres auf der Zunge zu schmecken. Tja, und dort auf Sylt, da darf man eintauchen in eine sehr schöne Liebesgeschichte und in eine spannungsgeladene Schwesternbeziehung. Wind aus West mit starken Böen ist witzig, ist turbulent, hat viel Herz und viel Humor. Also mir hat das Lesen dieses Romans wirklich sehr viel Vergnügen bereitet. Die Frauenzeitschrift für sie schrieb, ein tolles Buch, sehr persönlich und voller glaubwürdiger Menschen und Beobachtungen. Tja, man muss die Figuren aus diesem Buch einfach lieben. Wind aus West mit starken Böen schaffte es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Weltbild.